Tobago, eine Insel über dem Wind, eine Perle der Karibik. Sandy Point Village, 10 Minuten vom Flughafen entfernt. Hier wohnten wir in großzügigen Appartements mit Balkon. Es ist eine wunderschöne Anlage, direkt am Meer, mit Swimmingpool, Restaurant, Bar und dies eingebettet in sattem Grün und umgeben von einem herrlichen Blau. Das ist die Terrasse. Sie diente uns als Speisesaal und Partyraum. Und auch war der ideale Platz zum Malen. Die Kulisse, das ständige Rauschen des Meeres, die Sonne und der Wind inspirierten jeden von uns, es zu malen, festzuhalten, was er sieht, fühlt oder denkt. Wir erholten uns an traumhaften Stränden. Eine Kollegin aus unserer Gruppe prägte den Ausdruck Entschleunigung. Denn das war es, diese Malreise nach Tobago. Die Insel mit ihren Bewohnern bot uns Geborgenheit und Friedfertigkeit. Wir genossen die Stille, die Wärme. Wir beobachteten seltene Vögel und lernten den Regenwald kennen. Und immer wieder, wenn wir dann zurück waren, hatten wir unendlich viele Bilder im Kopf, die wir unter fachgerechter Anleitung von Herrn Martin Ludwig auf die Malunterlage bringen konnten. Wow, dachten wir, perfekt. Und auch Herr Ludwig gab jedem Einzelnen von uns wertvolle Hinweise und Ratschläge. Ja, das war es. Ein perfekter, kreativer, erholsamer Urlaub.